Dass diese Opfer umsorgt und verbunden werden und das Rad dreht dann weiter in der falschen Richtung. Deswegen sind wir heute hier, weil gefordert wird Erhalt des Standorts Goodyear-Werk Philippsburg und der Arbeitsplätze. Der Solidaritätskreis Goodyear-Philippsburg hier unterstützt diese Forderung. Es haben sich Menschen zusammengefunden aus Politik und Kirchen, aus Verbänden, aus Wirtschaft, zusammen auch mit Betriebsrat und Gewerkschaft und einzelne interessierte Frauen und Männer, die alle dieses eine sagen. Das kann doch nicht sein. Wir schauen nicht nur zu, wir erheben unsere Stimme, auch für euch, für die Beschäftigten des Werkes, und für unsere Bevölkerung. Dieses Werk muss stehen bleiben, unsere Reifen sollen bleiben. Wir bleiben bei 11:05 und sagen deswegen, es geht darum, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen. Das ist kein Satz von mir, sondern von einem anderen. Das war auch ein Pfarrer von vor über 80 Jahren, der das sagte. Es war Dietrich Bonhoeffer. Und wo wären wir hingekommen, wenn in dieser Welt nicht immer wieder Menschen den falsch laufenden Rädern in die Speichen gefallen wären? Wo wären wir hingekommen mit einer Apartheid in Südafrika, mit einer Besatzung in Indien, ohne den Mahatma Gandhi, mit den Rassegesetzen der USA, ohne einen Martin Luther King und viele andere, auch kleinere Beispiele aus heutigen Tagen. Haltet dieses Konzernrad auf. Goodyear soll wieder gerade rollen. Und dieses Werk hier in Philippsburg mag das ja wissen, wie das geht. Es gibt keinen Grund, dieses Werk zu schließen. Daher fordern wir die Verantwortlichen des Konzerns noch einmal nachdrücklich auf, ihr Vorhaben zu überdenken und alternative Lösungen zu suchen. Lieber Herr Tietz, stellen Sie sich dieser Verantwortung, die da lautet, Eigentum verpflichtet. Wir bitten auch weiterhin alle Politiker, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um hier ein Umdenken zu erwirken. Denn noch einmal, dieses Werk muss stehen bleiben, unsere Reifen sollen bleiben. Nicht nur aus unseren Traditionen in den Kirchen, die wir auch in diesem Solidaritätskreis mitarbeiten, kennen wir die Propheten. Die sagen uns an dieser Stelle immer einen kurzen Satz. Kehrt um und ihr werdet leben. Wir sagen das heute in Richtung Hanau und an die Konzernspitze in den USA. Kehrt um, denn ansonsten gibt es auch für euch keine sinnvolle Zukunft mehr. Wir sagen es auch an die Adresse vieler anderer Verantwortlicher
bei anderen Betrieben, mit denen wir, wie wir schon gesehen haben, heute solidarisch verbunden sind, die auch uns hier zur Kenntnis nehmen heute. Schuler und Johnson Control, John Deere und General Electric, Hallberg und Wabco in Mannheim und jetzt auch FEMA in Karlsruhe. Kehrt um von dem reinen Streben nach Macht und Gewinn. Es ist 5:05, es ist noch Zeit. Deswegen hier auch ein großer Dank an alle, die hierher gekommen sind. Jetzt, wie ich es vorhin gesehen habe, bei Eisregen hinaus und jetzt wieder hierher gelaufen. Sie sind, ihr alle, ein Stück umgekehrt, heraus aus der Lethargie und der deprimierenden Stimmung. Und nur, wenn auch wir umkehren und die Stimme erheben, werden wir leben. Dank gemeinsam, gegenseitig allen, die heute gekommen sind. Und vor allem eines betonen wir an dieser Stelle noch einmal ganz besonders. Kurz gesagt, so geht man nicht miteinander um. Was wir erlebt haben in den letzten 3 Monaten war haarsträubend. Keinerlei Gründe für eine Schließung, kein Rausrücken von Daten, die Unterschriftenlisten erstmal nicht angenommen, Gespräche zurückgedrängt, Ankündigungen und Absprachen gebrochen. Wir hatten besonders am 8. November hier schon viel davon gehört. So geht man nicht miteinander um. Und speziell darauf werden auch wir als die Kirchen innerhalb des Solidaritätskreises, die katholische Arbeitnehmerseelsorge und der evangelische kirchliche Dienst in der Arbeitswelt besonders unser Augenmerk richten. Wir werden den Protest begleiten. Wir werden weiter protestieren, vielleicht schon bald auch mit neuen Aktionen. Der Solidaritätskreis Goodyear-Philippsburg sagt euch allen die volle Solidarität zu. Denn noch einmal, dieses Werk muss stehen bleiben, unsere Reifen sollen bleiben. Ein großes Dankeschön, dass heute Bernd Köhler, der Liedermacher aus Mannheim, und ein Vertreter seines Alstom-Chors mitgekommen sind. Wir hören noch mal ein Lied und dann bitte ich Bürgermeister Martus, seine Worte zu sagen. Und danach, nach noch mal einem Lied, wird auch Gewerkschafter Carsten Rehwein sagen. Wer hat das Werk, in dem du schaffst, wohl aufgebaut? Doch nicht der Boss, der jetzt so tut, als sei sein Werk. Du hast mit Klugheit, Mut und Kraft ein Leben lang in diesem Werk geschafft, als sei es dein eigenes Werk. Und verraten und verkauft, so steht ihr heute da. Habt eure Arbeit gut gemacht, Tag für Tag und... Kann ich und darf ich Ihnen nochmals heute ausdrücklich zusichern von Gemeinderat, Verwaltung, Bürgermeister, aber auch von der gesamten Bevölkerung der Stadt Philippsburg. Als wir am Montag von der Demonstration erfuhren, haben wir kurzerhand Kräfte gebündelt und zusammengelegt und alle Gewerbetreibenden, die Gastronomie hier am Marktplatz hat mit Ihnen mitgefühlt und wird Ihnen im Anschluss an diese öffentliche Kundgebung Getränke und was Warmes zu essen reichen, damit Sie in dieser Kälte auch entsprechend durch Solidarität, durch gelebte Menschlichkeit von uns profitieren. Ja, wer nicht kämpft, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Ein wunderbarer Song. Wer kämpft, kann verlieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Unter diesem Motto und unter dem Motto, wie der Herr Pfarrer Riem Strammer das wunderbar erklärt hat, 5:12, immer noch nicht zu spät, um Menschlichkeit
bei der Konzernleitung, bei den Betriebswirtschaftlern zu zeigen und tatsächlich noch mit einem Umdenken das Rad in die vernünftige Richtung, nämlich in Richtung Zukunft zu drehen, auch hier am Standort Philippsburg, ist durchaus noch möglich. Und gerade heute Morgen wurde mir wieder durch Mitarbeiter von Ihnen, durch Kolleginnen und Kollegen erklärt, ja, ihr habt schon Maschinen abgeben müssen und die kommen wieder zurück, die Formen, weil andere Wege diese Reifen, diese qualitativ hochwertigen Reifen, die ihr baut, nicht bauen könnt. Allein Zahlen sagen nämlich definitiv nichts aus über Produktivität und Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit eines Standorts. Wie hat die Gutjahr so schön immer in der Mitarbeiterzeitschrift mitgeteilt, People first. People first. Ihr seid das Kapital der Firma und das muss der Kapitalgeber, der Aktienmarkt in Amerika und auch in Deutschland wieder erkennen, dass man nur mit Menschen für Menschen positiv nach vorne was bewegen kann. People first. Mit Menschen für Menschen in die Produktivität. Ein letzter entscheidender, richtig guter Appell nochmal hier vom Maikplatz. Wir kämpfen immer mit Ihnen, wir sind an Ihrer Seite, wir sind solidarisch und wir sind von Ihnen überzeugt. Jetzt überzeugen wir noch Amerika und Deutschland, den Europachef, Deutschland, den Herrn Tietz und den Herrn Zentis als Aufsichtsratsvorsitzender von der Produktivität Ihres Weges und das, wenn Sie Markt wieder schaffen, wir die 5 Millionen Reifen, die Sie produzieren, auch tatsächlich absetzen können, Produktivität mit Gewinn absetzen können. Davon müssen wir die jetzt überzeugen und Ihnen ein Argument liefern. Und denkt nochmal dran, wer nicht kämpft, der hat schon verloren und wer kämpft, der kann verlieren. Wir kämpfen an Ihrer Seite, wir sind solidarisch. Kämpft weiter, wir sind bei euch. So, noch ein Song. Als weiter. Nein, nee. Nicht als weiter. Ihr als weiter. Das ist gut. Ein Song, den eine bekannte Sängerin hier aus der Region geschrieben hat, den ich sehr gerne für euch, mit euch zusammen vielleicht auch mache. Kann man gut brauchen auch bei den Aktionen. Die Sängerin Johanna ist eine sozial Engagierte und sie hat ein Lied geschrieben, denn wir sind viele. Und heute sind es wirklich viele, die gekommen sind und deswegen passt das Lied auch gut. Heute noch hier Schwestern und Brüder, bläst kalt uns der Wind ins Gesicht, das kann man heute wirklich sagen. Doch wir singen laut unsere Lieder, voll Hoffnung und fürchten uns nicht. Wenn Herrschaften auch überlegen, uns kalt zu stellen mit eisigem Arm, wir werden uns weiter bewegen, dann wird uns im Widerwind warm. Erst waren wir einer und dann zwei und dann warst du und du dabei. Heute sind wir viele, 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 machen mit Wut und Mut uns frei. Es waren wir einer und dann zwei und dann warst du und du dabei. Heute sind wir viele, 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 machen mit Wut und Mut uns frei. Es waren wir einer und dann zwei und dann warst du und du dabei. Heute sind wir viele, 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 machen mit Wut und Mut uns frei. Wir fassen uns fest bei den Händen, wir lassen und uns ist nicht bang, die Zukunft nicht auf sich bewenden, und darum reicht unsere Wut lang. Wir lassen uns nichts gefallen, auch wenn's manchem gar nicht gefällt. Wir wehren uns und zeigen es allen, die uns in die Ecke gestellt. Erst
waren wir einer und dann zwei und dann warst du und du dabei. Heute sind wir viele, 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 machen mit Wut und Mut und zwei. Es war nur einer und dann zwei und dann warst du und du dabei. Heute sind wir viele, 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 machen mit Wut und Mut und zwei. Es war nur einer und dann zwei und dann warst du und du dabei. Heute sind wir viele, 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 machen mit Wut und Mut uns frei. Yeah! Dankeschön. Einer, noch einer. Ja, danke. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Philipsburger Bürgerinnen und Bürger, liebe Freunde, man kann ja fast den Eindruck haben, dass der Arbeitgeber diese Schließung um diese Jahreszeit bewusst gelegt hat, weil er vielleicht denkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei diesen Temperaturen, wie sie denn heute herrschen, kommt sowieso keiner raus. Aber wenn ich mich jetzt hier umgucke, ist halt genau das Gegenteil eingetreten und ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier zu unserer Kundgebung gekommen seid, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind auch viele Bürgerinnen und Bürger von Philipsburg, aber auch von den Nachbargemeinden gekommen, um ein Zeichen zu setzen, um ein klares Zeichen zu setzen, ein solidarisches Zeichen zu setzen, ein Zeichen des Zusammenhalts. Gemeinsam machen wir uns stark für gute Perspektiven, für das Reifenwerk hier in Philipsburg und für den Erhalt der Arbeits-, aber auch der Ausbildungsplätze. Und ich finde es, wenn ich jetzt hier in die erste Reihe reingucke, ein extrem starkes Zeichen, dass auch viele Abgeordnete aus dem Bundestag, aus dem Landtag, aus den umliegenden Gemeinderäten hier zu uns gekommen sind, um mit den Beschäftigten und mit uns zu solidarisieren. Unter anderem habe ich Daniel Born, habe ich Gabi Roland von der SPD, den Bundestagsabgeordneten Olaf Guttegen, Uli Hockenberger hier unter uns gesehen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank für euer Erscheinen und eure damit gezeigte Solidarität. Aber auch dem Herrn Matthus darf ich jetzt mal heute hier ganz offiziell mal Danke sagen. Danke für die vielen, vielen Hilfestellungen, die wir in den letzten Monaten, in den letzten Wochen durch ihn und durch die Gemeinde erfahren haben. Auch dafür vielen Dank. Die Pläne, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pläne des Managements von Goodyear hier in Philipsburg nahezu 900 Arbeitsplätze abzubauen, treffen neben den Direktbeschäftigten auch viele Angehörige, Familien und Freunde, aber auch den Einzelhandel, wir haben es vorhin gehört, den Beschäftigten in den Zulieferbetrieben, so viele Bürgerinnen und Bürger dieser und der umliegenden Gemeinden. Menschen, so scheint es, zählen in dem gnadenlosen Konkurrenzschlachten der Konzerne nichts. Es geht nur um noch größere Profite. Deshalb sage ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass für Großkonzerne, wie es auch die Goodyear darstellt, auch das Grundgesetz letztendlich gelten muss. Konzerne werden immer mächtiger und haben oft keinerlei Respekt mehr vor der Würde des Menschen. Dagegen nutzen sie alle Vorteile aus, kassieren Fördergelder, nutzen Schlupflöcher und schöpfen sonst alle sonstigen Möglichkeiten aus, um den Beschäftigten um ihre Existenz zu bringen. Viele Menschen und Familien droht mit der Standortschließung die Arbeitslosigkeit und dahinter dann der soziale Abstieg. Dabei könnte alles viel anders sein. Im Grundgesetz, im Artikel 14 Absatz 2 steht folgender Satz, wir haben ihn heute auch schon gehört, Eigentum verpflichtet steht da. Nicht in der Kommentierung des Grundgesetzes, sondern im Text drin. Und sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Wir werden es, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden es nicht einfach hinnehmen, wie sich Goodyear verhält. Wir werden weiter gemeinsam laut sein, wie heute hier auf dem Platz, und deutlich machen, dass der letzte Zweck des Wirtschaftens immer der Mensch sein muss, niemals der Profit. Die Kundgebung hier und heute ist ein Zeichen dafür, ein gutes Zeichen.
zeigen wir doch dem Management, wie gelebte Solidarität aussieht. Ganz Flipsburg soll uns hören und sehen, wir kämpfen für den Erhalt unserer Arbeitsplätze und unseres Betriebes. Und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön für euer Erscheinen. Und ich habe gerade nochmal mit dem Bernd gesprochen. Der Bernd kommt jetzt nochmal vor die Bühne und spielt uns auch ein Lied. Vielen Dank. So. Noch ein kurzes. Auf einem der Größe, die ihr da mittragt, steht, wenn Profitgier über Menschheit siegt, dann kostet das hier 888 Arbeitsplätze. Und genau so ist es richtig. Und einer der großen Dichter dieses Landes hat dazu ein wunderbares Lied geschrieben. Das kennen viele, zumindest die erste Strophe oder die erste Zeile. Bertolt Brecht war derjenige, der es geschrieben hat, und das passt so auf eure Situation. Ja, der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht und McKiese hat ein Messer, doch das Messer, das sieht man nicht. Und Herr Tietz, der sitzt auf einem hohen, sitzt auf einem sehr, sehr hohen Stuhl. Doch wer hoch sitzt, kann auch tief fallen. Heute große Nummer und morgen schon große Null. Doch wer hoch sitzt, kann auch tief fallen. Heute noch große Nummer und morgen schon große Null. Denn der Haifisch, der hat und die trägt er im Gesicht. Und McKiese, der hat ein Messer, doch das Messer, das sieht man nie. Das nächste Mal zuhören. Tschüss. Es bleibt bei 5:05, auch wenn jetzt schon 20:25 nach 12 ist. Wir danken allen, die gekommen sind. Vielleicht auch nochmal auch der Gruß und der Dank an alle, die jetzt nicht so einzeln genannt sind. Aber ich sehe, habe es vorhin nicht genannt, auch den Bürgermeister von Oberhausen-Rheinhausen. Und ich habe auch gehört, dass die Bürgermeisterin von Dettenheim mit hier war. Oder sein Wort. Ja, ich kenne das Gesicht nicht so gut. Und viele andere, die vielleicht nicht genannt sind, die uns unterstützt haben. Ein ganz herzlichen Dank an alle, die hier im Ort aufgestanden sind und gesagt haben, wir stehen mit euch und für euch. Und nochmal auch der große, große Dank für Bernd Köhler und seinen Kompagnon mit seiner Musik. Wir danken auch ganz besonders der Presse. Das ist für uns sehr wichtig. Alle Medien, die da sind, alle Fernsehen, Rundfunk, Presse, die uns das in die Öffentlichkeit bringen, zu denen, die bei dieser Kälte jetzt doch nicht rauskommen konnten. Herzlichen Dank!
Wir bleiben an eurer Seite, besonders dieser Solidaritätskreis wird sich wieder treffen und wir werden weiterschauen. Wir bleiben in Kontakt. Jetzt ist es eure Zeit. Ihr seid bei der Betriebsversammlung in der Festhalle. Nicht noch was? Achso, vor allem, dass man da vorne vorbeigeht am Löwenbräu. Dort bekommt man eine Kleinigkeit zu essen oder auch was zu trinken, dass man sich ein bisschen aufwärmen kann. Hat er extra für euch bereit gemacht, für uns alle. Und dann anschließend geht es weiter dort zur Festhalle, zu eurer Betriebsversammlung. Damit ist offiziell hier an dieser Stelle die Kundgebung beendet. Vielen Dank, guten weiteren Weg. TV-Überregional hier in Philippsburg bei der großen Demonstration wegen Goodyear. Bitte stellen Sie sich unseren Zuschauern vor. Daniel Born, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Wir haben heute einmal mehr hier deutlich gemacht, wenn ich von wir spreche, spreche ich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Goodyear, von der Bevölkerung in Philippsburg, aber auch von den vielen Leuten außerhalb von Philippsburg, die heute ihre Solidarität gezeigt haben, dass wir Goodyear sind, dass die Wirtschaft dem Menschen verpflichtet ist und dass hier ja hervorragend gearbeitet wird. Es geht nicht nur um Menschlichkeit, darum geht es auch. Es geht auch um wirtschaftliche Vernunft und es ist vernünftig, dieses Werk hier in Philippsburg zu erhalten. Und darum gehört der Belegschaft vom Goodyear-Werk Philippsburg meine ganze Solidarität. Die habe ich heute zusammen mit ganz vielen anderen zum Ausdruck gebracht. Und wir kämpfen weiter. Ja, mein Name ist Gabi Rolland. Ich bin stellvertretende Landesvorsitzende der SPD und bin auch Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg. Und wir haben heute eindrucksvoll von bestimmt 1000 Menschen erlebt, was Solidarität bedeutet. 900 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Das ist eine Katastrophe für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre Familien, aber auch hier für die Stadt und für die Region. Die darf nicht abgehängt werden. Deswegen stehen wir heute hier und kämpfen für die Arbeitsplätze. Die Nummer 1 hier in Philippsburg, der Bürgermeister, Herr Stefan Matus. Bitte ein Wort an die TV-Überregional-Zuschauer. Genau. Ja, hier haben wir jetzt Solidarität gezeigt mit den Goodyear-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nicht nur die Stadt, Bürgermeister und Gemeinderat, sondern die ganze Bevölkerung und die Gewerbetreibende hier am Ort. Direkt am Ort um den Maikl-Drehplatz. Denn hier gibt es jetzt noch was Warmes zu trinken und was Warmes zu essen, damit die Mitarbeiter der Goodyear hier die Solidarität auch live erleben. Olaf Kutting, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis hier, Philippsburg im Zentrum. Seit vielen Wochen eigentlich nur ein Thema. Wir kämpfen um den Erhalt von Goodyear hier in Philippsburg. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wir haben es vorhin gehört. Jetzt geht es darum, nochmal Druck auszuüben, Solidarität zu zeigen, um dem Management zu zeigen, so geht es nicht. Wir erleben hier ein klares Managementversagen. Auf den Rücken, auf den Schultern der Menschen, die hier arbeiten, die jahrzehntelang hier super Arbeit gemacht haben. Und es ist eine Schande, dass man sie nach Hause schicken will. Wir kämpfen jedenfalls darum, dass das nochmal umgedreht werden kann und dass Goodyear erkennt, hier steht ein gutes Werk in Philippsburg, das es sich lohnt fortzuführen. Und die TV-Überregional-Zuschauer werden weiterhin informiert und auf dem Laufenden gehalten? Ja, selbstverständlich, wir sind alle dabei, sogar mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mit dem Landeswirtschaftsministerium. Der Bürgermeister kämpft, wo er kann. Wir alle versuchen an unserer Stelle jeweils Druck auszuüben auf die Goodyear-Verantwortlichen. Man muss ehrlich sein, wir wissen nicht, wie sie entscheiden letztendlich. Ich habe das Gefühl, dass in den USA zumindest schon die Würfel gefallen sind. Aber wir geben trotzdem nicht auf, denn wer nicht kämpft, der hat eben schon verloren. Könnte sich was ändern, weil Donald Trump jetzt an der Spitze steht? Es könnte sich insofern was ändern, dass vielleicht der Markt in Russland neu geöffnet werden könnte. Aber ich befürchte, dass es dazu viele, viele Monate braucht. Und ob Goodyear bereit ist, diese Monate abzuwarten, kann ich nicht einschätzen. Vielen Dank für das Interview. Herzlich gerne. Die Nummer 1 von Oberhausen, Rheinhausen. Stellen Sie sich mal bitte unseren TV-Überregional-Zuschauern vor. Ja, mein Name ist Martin Büchner. Ich bin seit 1998 Bürgermeister der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen. Was halten Sie von der Veranstaltung und was möchten Sie den Zuschauern mitteilen? Ich hoffe, dass die Veranstaltung dazu beiträgt, dass die Verantwortlichen bei Goodyear darüber nachdenken, ob die Maßnahme, die sie geplant haben, tatsächlich nicht sein muss oder ob man im Prinzip dieses Werk in Philippsburg noch erhalten kann. Ich wünsche mir, dass diese 900 Arbeitsplätze, von denen auch Familien aus Oberhausen-Rheinhausen, es sind ca. 60 Familien betroffen sind, dass sie auch in der Zukunft hier in der Region sein werden. Ja.
Ja, oder? Bitte schön. Leute, schlag zu. Junger Mann. Victor ist wieder da, ja. Ab nächste Woche ist wieder teuer. Herrlich? Ja, ja. Ja, danke. Ja, niemand.